Ja, moin moin meine lieben LS-Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Projekt auf der NF-Matchmap. Mit dabei ist der liebe Manu. Moin moin. Der Paul. Moin. Und ich, der Samu. So Leute, das große Projekt startet. Ach, herrje, jetzt müssen wir aber zusehen, Jungs. Ja, jetzt müssen wir aber Gas geben. Ja, also ich würde sagen, dass wir direkt in unsere Schlepper hüpfen. Ja, ich weiß was. Ich tapp da einmal durch, so. Dann ist man schneller da. Wie haben wir das jetzt vor, Jungs? Wer möchte was machen? Wer möchte Drescher fahren? Also ich würde sagen, als erstes sowieso die Felder, die da sind, weil wir haben ja Felder da und verdorren ist ja an. Dann würde ich sagen, so schnell wie es geht, machen wir das erstmal, dass die Felder abgeerntet werden. Ich würde sagen, guter Vorschlag war das gerade schon von wem war das? Von dir, Paul, oder von dir, Sam? Was ist das denn? Was? Unser Fan gehört mir nicht. Der gehört uns. Warte mal. Der gehört uns nicht. Nee. Ach man, was ist das denn? Immer dieses Getriller hier. Ach. Nee. Ja, da. Warte mal. Ja, wir. Ich nehme jetzt den Dolz. Ja, aber eigentlich müsste das ja geklärt werden, ne? So. Ja, das kann man auch nachher machen. Ja, das kann man auch machen. Ja, bei Oliver ist es auch so. Ach so. Schreibt mal ganz kurz bei uns auf. Naja. Nee, das müssen wir dann später klären. Das nützt ja nur auch nichts. Welches ist dann das erste Feld, Samu, was wir machen sollten? Schnell auf die 1. 1? Okay. Aber dann musst du vor mir fahren und das erstmal düngen. Ach, beziehungsweise, nee, hier, Frustzerstörung haben wir ja nicht drauf, ne? Ne, nicht drauf. Na gut. Ich würde auch sagen, wir machen mit Strohablage. Das definitiv. Das auf jeden Fall. Eigentlich dann direkt hier Stroh als erstes nehmen. Als erste Best. Ja, mal gucken, wie viel da zusammenkommt, wa? Ja, wir müssen ja erstmal die Brücke kaufen. Ja. Also ich würde sagen, erstmal Stroh bunkern. Aber für die Dinger haben wir jetzt noch nicht. Also das müssen wir erstmal. Weißt du, bin ich jetzt Hofleiter oder du? Ich anscheinend, aber mir wurde nichts abgezogen. Ich weiß auch nicht, inwiefern wir das bezahlen sollen. Ja, das macht man nachher. Nur dann, wenn ich. Ja, natürlich. Also ich würde sagen, wir bunkern erstmal die ganzen Sachen. Ne, warte mal, ich will aber ganz kurz eben, ich bin mir nicht sicher. Jetzt bin ich dran vorbei. So. Das eben auf jeden Fall im Leiser machen. Sollte gehen. Was hat er geschrieben? Sollte gehen. Hofleiter? Der Hofleiter müsste das machen können. Halt die Maschinen zuweisen. Achso. Ja, das weiß ich aber jetzt nicht, wie das geht, ne? Ja, das zeige ich dir dann nachher. Ja. Ich meine, im Moment geht's ja so. Ja, wir brauchen so ist jetzt den. Ja, Menschen, deswegen. Ne? Sonst machen wir das eben später. Ja. Oh, ist aber gut, Ertrag drauf. Ich habe jetzt schon 30%. Ja, weißt du, weil ich hier gerade mit der Spitze vorbei. Ja, machst du erstmal Vorgewende? Ja, ne? Ja, Vorgewende. Na gut. Wie viel war das denn jetzt? Das waren jetzt da bei. Ja, gut, wir müssen ja sowieso erst die Brücke kaufen, bevor wir was abliefern können. Sonst würde ich erst sagen, sinnvoll ist es ja sowieso nicht für längere Zeit Getreide im Getreidesilo zwischenzulagern beim Hof. Aber anfangs bleibt uns ja wahrscheinlich nichts übrig. Entweder wir machen das jetzt so, wir holen uns jetzt rasch die Brücke, müssen das Geld dann überbuchen. Und ja. Macht keinen Sinn, also ich würde erstmal alles bunkern. Ja, aber dann bunkern wir das alles, die kippen das nach und nach rein und die haben dann da zum Vorsprung. Was meinst du, wenn die jetzt 50.000 drin haben und wir haben noch nichts drin und wir haben 100.000, dann nutzen wir unsere Chance ja nicht. Manu, wir können dann aber in Masse. Ja, aber dann müssen wir auch alles auf einmal dahin kriegen. Wir kriegen nicht alles auf einmal dahin. Das ist das Problem dann. Wie sollen wir mit höchstens zwei Anhängern auf einmal alles dahin kriegen? Nicht, dass es so ein. Nicht, dass letztendlich die Zeit fehlt. Hä? Wir haben doch auch nur zwei. Ja, schon, aber wenn die nach und nach direkt von Anfang an immer da was hinkippen, ne? Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Nicht, dass die dann letztendlich dadurch ein.
Was ist das da eigentlich mit dem Stroh? Ich hoffe auch, dass die Brücke nicht direkt zu Anfang kaufen. Weiß man nicht, das weiß man nicht. Vielleicht rennen die ja sowieso als erstes dahin und... Ja, das bringt eigentlich wenig, weil die Zeit ist da verloren. Ja, das sind mit dem Auto ein, zwei Minuten. Ne? Ja, was bringt uns denn die Brücke, wenn wir so gut wie noch nichts haben? Ja gut, das ist natürlich die Sache. Es bringt uns erst was, wenn wir was zum Wegbringen haben. Ja. Sonst lass uns das erstmal so machen. Wir lagern ein paar Anhänger ein, sodass wir zwei Krüger-Anhänger locker voll machen können am Silo. Und dass wir dann anschließend dann irgendwie die Brücke mal kaufen. Bis dahin erstmal irgendwie, ich weiß nicht, Korn zu verkaufen, weiß nicht, ob sich das lohnt jetzt. Ich weiß ja nicht, wie da die Preise stehen. Dann müssen wir eher auf die Preise gucken. Ja. Manu, wie voll bist du? Ja. 50. Man kann schon mal anfangen. Ja, nee, das werden wir dann schon sehen, wie wir das am besten machen. Ja. Jetzt auf jeden Fall hier bunkern und dann, wenn wir den haben, kann ich ja direkt mit Bulldog hinfahren zur Brücke, wenn wir das abgeben, weil dann verlieren wir auch keine Zeit, dass immer irgendwie eine Maschine, alle Leute von uns was zu tun haben, dass niemand steht. Das auf jeden Fall, ja. Wir sollten gleich schon irgendwie, wenn Vorgewende geschafft ist, dass, wenn du fertig bist mit Düngen, dass du entweder das mit Aufnehmen vom Stroh übernimmst mit Ladewagen. Ja, haben wir da einen? Ja, wir haben den Bergmann-Ladewagen. Okay. Habe ich im Shop gesehen. Ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt von der Schnelligkeit, sage ich jetzt mal, irgendwie ein größeres Schneidwerk erstmal zu kaufen für den New Holland. Ich meine, das wäre ja eine Arbeitserleichterung bei diesem großen Feld. Habt ihr gehört, GPS haben wir nicht drauf? Nee? Na gut. Braucht man ja auch nicht. Ja, wie gesagt, dauert ja länger so, ne? Ja, da kann man. Auf Dauer wäre das vielleicht. Denkst du, die anderen wären schneller? Hä? Denkst du, die anderen wären schneller? Du weißt man ja nicht. Man weiß ja nicht, was die vorhaben, ne? Das ist halt die Sache. Wenn die Brücke kaufen würden, hätten die kein Geld für ein anderes Schneidwerk. Ja, man kann aber ins Minus gehen. Und ohne Brücke kannst du auch kein Schneidwerk holen. Nee. Deswegen, wir sollten erstmal so viel Geld machen, dass wir uns beides denn, oder eben halt das, was wir als erstes kaufen möchten, dass wir uns das locker kaufen können und dass wir uns die Brücke holen können. Ich weiß ja gar nicht, wie stehen im Moment die Preise, Paul. Kannst du mal ganz kurz gucken bei Weizen, beim Verkauf? Was stimmt ist und was nicht. Das sieht man überhaupt nicht. Weizen, da kriegen wir. Ich muss bei West gucken, ne? Ja, ich glaube wohl. Ja, er muss ja. Er macht das einfach so im Gefühl, Samu. Wir kriegen. Ja. Der Höchstpreis ist bei Raiffeisen 313. Ist aber auch Stufe schwer, glaube ich, ne? Aber der Preis geht noch hoch. Ja? Ja. Ja, dann warten wir erstmal ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt ist für die Zuschauer, ob wir jetzt die ganzen Folgen lang, sei es jetzt übertriebenermaßen 5 bis 10 Folgen lang nur Dreschen zeigen sollen. Ich meine, irgendwie wäre es ja dann auch langweilig. Kann ja auch mal was weiß ich, spritzen gehen oder. Ja, deswegen. Stroh einsammeln, wir wechseln uns schon ab. Ja, das können wir machen. Soll ich noch ein zweites Vorgewende machen, Samu? So weit hast du das gedüngt, oder? Nee, zweite Vorgewende glaube ich nicht. Ja, dann fahr jetzt einmal rechts rum gleich. Ja. Weil zweites Vorgewende würde ich sagen. Ja, wie sieht das überhaupt mit dem Stroh aus? Das habe ich so noch gar nicht gesehen im LS. Abstrakte Kunst. Ja. Weil es zu wenig ist, glaube ich. Deswegen. Meinst du? Ja. Weißt du, du hast den kleinen Drescher. Ja gut, aber sonst war das ja auch nicht so. Keine Ahnung. Wir müssen ja eigentlich erstmal auch gucken, wie das überhaupt ist mit Pflügen. Ne? Wir müssen ja auch anschließend, wenn dieses Stroh abgeerntet ist. Deswegen. Ich meine, Paul muss mich immer abtanken. Das bringt ja nichts, wenn ich den.
Das kannst du ja gleich machen. Warte, du bist doch der Hofleiter, du möchtest doch die Fahrzeuge zuordnen können. Ja, aber Paul muss mich ja abtanken. Ich kann ja nicht immer zum Anhänger hinrennen. Ja, ja. Das aber verschwindet ja Zeit. Paul steht ja gerade. Ja. Eigentlich wäre es schon gut, wenn ich in der Zwischenzeit da mit dem Ladewagen drüber sausen kann. Ja, was, Samu, da musst du mir mal ganz kurz sagen, was ich machen soll. SCGM? Wo denn, auf Maschine? Ja. Ja, wo denn? Neue Rechnung? Nein. West. Samu, wo stehen unsere Fahrzeuge? Ich komm rein. Ja, ja, Alter, da passt das. Oh, die haben schon Geld ausgegeben, Leute. Echt? Ja, die sind schon irgendwie Minus. Minus nicht, aber unter 100.000. Wie, du kommst jetzt rein? Ja. Achso. Na gut. Und wenn Manu sagt, dass abgetankt werden muss, musst du halt schnell in den anderen Schlepper. Ja. Bist du hier jetzt überhaupt rumgefahren, Sam, ne? Ja, zu einem gewissen Grad, ich weiß es nicht. Ich hab doch gesagt, Vorgewende erst. Ja, ja, das passt schon. Das ist breit genug. Ah, das sagt er nicht. Ja, kannst doch, du, eigentlich müsste das von der Breite passen. Kannst du gleich am besten eben anders fahren, weil ich wollte hoch und runter andersrum fahren, weil dies, wo ich hier jetzt fahre, ist die längere Seite. Ja, ich wollte sagen, fahr immer die längere Seite. Ja. Sonst würde ich nämlich auch gucken, dass ich denn, wenn Paul denn am Ladewagen fahren ist, dass ich dann rauf und runter fahre und dass ich dann immer schnell hier oben beim Anhänger dann abtanke. Ja, ja, ich habe ja zwei Anhänger da. Also wenn ich den einen leer mache, ist noch einer da. Ja. Also der Plan ist, wie folgt, erstmal Korn einzulagern. Oder wie? Ja. Oder sollen wir jetzt, weiß nicht, was ist deine Idee, also wir könnten auch direkt Stroh verkaufen, weil Stroh ist, also Stroh halt in die Crash. Deswegen, ich meinte, nach meiner Meinung lohnt sich das nicht, das Stroh einzusammeln, also hier einzusammeln ja sowieso, ich weiß ja nicht, ob es beim Hofen Strohlager da gibt, es lohnt sich nach meiner Meinung nicht, das Stroh einzulagern beim Hof, anschließend wieder auszulagern, was wiederum Zeit in Anspruch nimmt, und dann wieder zur Verkaufsstelle, also hier zur Abnahmestelle da bringen. Das lohnt sich nach meiner Meinung nicht. Paul, du weißt, wo die Abnahmestelle in der Mitte ist? Würde ich sagen, dass du direkt einen Schlepper, das Manual in der Rechnung, in dem LU stellt, dass die hier das freikaufen sollen, die Brücke. Dann haben wir aber überhaupt kein Geld mehr. Ja, die können sich zum Beispiel jetzt gar nicht mehr die Brücke leisten, weil die anscheinend unter 100.000 Stunden sind. Ich will jetzt das genau nicht nachspionieren, wie weit, aber ich habe das gerade so. Wir müssen ja auch noch Dünger bezahlen. Das müssen wir auch noch machen, ja. Aber dann wären wir halt im Minus, ne? Ja gut, dann verkaufen wir im einen Wagen. Das ist ja nicht die Sache. Ja, okay. Und außerdem, wie viel haben wir jetzt für Dünger vereinbart? Also, ich wusste gar nicht, dass das so gesehen nichts kostet, denn. Ach ja, ich habe eben mal nachgeguckt. Den Deutz, den wir jetzt haben, der ist vom Unterhalt, ist ja viel teurer als die DX. Ja, aber sollte man da eventuell tauschen. Ah, ob sich der Verkauf und der Kauf wiederum lohnt. Man muss auf die PS-Größe gucken und wie viel man für den kriegt und wie viel man für den neuen wieder ausgibt. Ja, den DX, der schafft eh nur kleinere Sachen. Ja, und der, glaube ich, der ist ja größer, dieser Akkustar. Ja, der schafft aber auch nur kleine Sachen. Ist aber größer. Unter offene Kosten kannst du hier den Dünger holen. Den Dünger zahlen. Also, wie ist das denn jetzt? Nur damit ich das richtig verstanden habe. Wir geben den jetzt, wenn wir die Brücke kaufen möchten, hier schreibe ich eine Rechnung, überweist denen das Geld und die kaufen dann die Brücke. Ja. Ja, wollen wir das denn machen? Nach meiner Meinung ist das die sinnvollste Methode, um direkt Stroh schon abzuliefern. Ja, aber guck mal, das ist ja auch eine weite Strecke bis dahin. Ja, aber die müssen wir so oder so fahren, Paul. Den einen Wagen weggebracht habe. Ja, du kannst ja switchen, recht. Ja, aber ich kann den Trecker ja nicht einfach die ganze Zeit immer mitten auf der Strecke stehen lassen. Nee, dann stellst du ja mal an die irgendwo hin.
Ich meine, in der Zeit werde ich sowieso nicht den Anhänger voll kriegen. Das dauert ein bisschen. Ja, jetzt müsste ich das wissen, weil ich habe den ersten Wagen voll. Ja, dann machen wir das direkt. Warte mal. SCGM. Samu, da musst du mir jetzt sagen, Du musst Rechnung stellen. Ja, soll ich mir schon mal auf den Weg machen? Neue Rechnung, genau. Neue Überweisung. Ja. Leistung wählen. Was sollen wir da machen? Gar nichts, ne? Ja, Verwendungszweck ist Brücke kaufen. Hä? Da steht kein Verwendungszweck. Neue Überweisung. Ja, aber da steht Leistung. Leistung wählen. Was? Nein, du musst auf das andere klicken. Was? Wie andere? Auf das ganz hintere. Das. Ja, mach ich doch. Nein, ganz hintere nicht. Ganz hintere ist ja. Nee, das ist ja Admin-Bereich. Und das andere ist ja. Ich muss. Wo war das denn gerade? Sag mal, du weißt es selber irgendwie nicht, ne? Das ist hier unter Multiplayer-Manager. Weißt du, dieses das mit dem Plus. Das ist eine Überweisung, Herr Dene. Und dann Verwendungszweck. Überweisung oder Rechnung, hä? Überweisung. Weil du kannst dann. Hier steht nur Rechnung, ne? Überweisung. Hier steht nur Rechnung, glaub mir. Ja, ich glaube, das kannst du gar nicht. Nur Hofleiter können dürfen Überweisungen aufstellen. Okay. Ich kann das gar nicht. Du bist der Hofleiter. Ich bin der Admin und du bist der Hofleiter. Dann musst du das machen. Ich bin jetzt in der Brücke. Ich finde, das muss ein bisschen geplant sein, finde ich. Ich weiß auch nicht, ich kenne mich auch leider mit dem Programm nicht so gut aus. Überweisung abschicken. Was? An Paul? Ja, nicht klar, ich nehme auch Geld. Nicht an Paul, Samu, ne? Ich hab nicht an Paul geschickt. Achso, weil du es gerade gesagt hast. Lohnunternehmen habe ich geschickt. Achso. Nee. Was ist? Was ist, Samu? Ich komme nicht zurecht. Hauptsache, du kennst dich bestens mit dem Programm aus. Ja, ich hatte das alte. Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Muss zusehen, dass das jetzt klappt. Gänger. Lohnunternehmen. Oh scheiße, Moment, der Verkauf ist bei uns auf der Insel, ne? Wir wollen doch nichts verkaufen. Wir wollen das auch einlagern direkt. Ja. Nicht beim Hof einlagern, sondern direkt als Challenge reinhauen. Ja, dafür muss ich doch über die Brücke. Ja, und das wurde jetzt bei mir, wurde das jetzt hier runtergenommen. Und jetzt müsste eigentlich gleich die Brücke frei sein. Da ist ja nichts. Ja, dann müssen wir ihm schreiben. Ne? Ich stehe vor der Baustelle. Ja, dann müssen wir ihm schreiben, dem Lohnunternehmen, dass das jetzt. Oh, nein. Schreib den doch eben, Paul. Hier im Chat jetzt. Oder im TS, weil halt hier im Chat sieht man das doch besser. Ja, aber im Chat kannst du ja sehen. Leute, ich glaube, ich habe gerade was gesehen, was ich nicht sehen durfte. Wie viele Minuten haben wir noch hier zum Aufnehmen? Achso, ja, warte mal, muss ich mal. Nee, nicht, dass wir über die Zeit gehen. Oh, ja, es ist schon fast soweit. Nee, lass jetzt noch eben die Brücke kaufen, sobald Paul das okay hat. Sonst müssen wir das gleich nochmal miteinander absprechen. Ja. Ist der Deal soweit erfolgreich, Paul, oder noch nicht? Oh, Moment, ich bin nicht Jesus. Ja, die Leute. Nee, das liegt ja an denen, oder wo? Naja. Ja, ich finde. Anders kann man das ja. Was? Das neue Fahrzeug von denen, das war noch nicht zugewiesen. Ich bin da gerade versehentlich durchgeswitcht. Oh. Wir haben einen LKW. Was haben die? Ein LKW. Aha. dann haben die ja einen LKW gemietet, gekauft. Also kaufen können sie sich den ja fast nicht. Und mieten war ja nicht die Rede. Ich habe gesehen.
Der Lohnunternehmer. Die haben 2 Millionen. Ach so. Ach so, aber ich dachte, wir sprechen das miteinander ab. Nee, die dürfen machen, was sie wollen. Ja. Wir haben doch ein eigenes Konto. Nee, aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein schon für die heutige Folge des Projekts. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, würde uns wahnsinnig freuen. Und dann würden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus. Paul, dein Einsatz.